Herren. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie zu der letzten Sendung in dieser Spielzeit so zahlreich gekommen sind. Also ich freue mich sehr. Und ich habe Ihnen, kann ich Ihnen wirklich versprechen, sehr interessante Gäste mitgebracht. Und der erste Gast ist ziemlich jung, ist auch hier in der Altmark geboren, aber er hat ganz, ganz viel gesehen und umgesetzt in der Bundesrepublik. Und jetzt ist er wieder da, ist er am unserem Schauspielhaus, leitete Dramaturg. Und ich freue mich sehr, dass David Schlissing, unser erster Gast heute Abend, da ist. Herzlich willkommen. Mensch, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat ja. Und dass du heute Abend mit mir gemeinsam was Exotisches ja, kochen willst. Also unsere Gäste sind sehr gewohnt, bodenständig hier was zu essen zu bekommen. Aber heute Abend haben wir richtig was Außergewöhnliches. Darf man so sagen? Ja, ich glaube schon. Ja. Also es ist eigentlich schon auch einfach. Ja. Also es ist gar nicht so... so exotisch, vielleicht nur, was die Gewürze und die Zutaten angeht. Es hat einen leicht indischen Touch. Ja, also als ich das gelesen habe, aber will ich das wirklich essen? Aber doch, ich bin sehr neugierig drauf. Also ich glaube, das wird was Besonderes. Darf man dazu ein Glas Wein trinken? Auf jeden Fall. Ja, also ich habe schon rein zufällig was vorbereitet. Ach, wunderbar. Ja, ist ein Weißwein und ein Sauvignon Blanc. Und wir gucken mal, ob das schmeckt. Der ist auch gut gekühlt. Sehr gut. Unsere Kollegen hier aus der Theaterküche haben alles gut vorbereitet. Ja, dann, ich freue mich, dass du da bist. Ich mich auch. Und zum Wohl. Zum Wohl Ihnen auch. Genau. Auf ein schönes Kochen, oder? Genau. Also, wie heißt das ganz genau? Erzähl mal. Also, ich habe mich entschieden für einen rote Linsen Süßkartoffeleintopf. Das ist eigentlich wie ein Kartoffeleintopf mit Linsen, nur eben mit roten Linsen und Süßkartoffeln und mit ein paar indischen Gewürzen, frischem Koriander, ein Schuss Joghurt als neutralisierendes Element und um das Ganze noch ein bisschen exotischer zu machen, mit einem Fisch, den wir dazu machen, ein Kabeljau, ein Weißfisch. Einen guten festen Fisch und den wir dann vorher noch marinieren werden, ganz schön. Wir erzählen nachher, Kabeljau ist auch Dorsch gleichzeitig in Ostsee und Nordsee. Das hat unsere hervorragende Koch hier erzählt. Genau. Aber das sagen wir nachher. Das erzählen wir nachher. Genau, und das ist eigentlich hauptsächlich Schnippelarbeit und dann abschmecken. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja. Oder? Gut. Meine Damen und Herren, erlauben Sie mir noch zwei Gäste zu begrüßen. Erstmal, Sie wissen, dass unsere Kooperationspartner ist auch die Volksstimme Magdeburg. Und jemand war sehr, sehr heiß drauf, hier zu kommen, obwohl wir schon lange ausverkauft waren. Und da darf ich Herr Dirk Postel begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind und dass Sie die Karten gewonnen haben. Und wir sind heute Abend international. Wir haben internationale Gäste. Ich freue mich, dass wir aus unserer Partnerstadt Le Havre eine junge Dame zu uns gekommen ist. Sie hat einen Austausch diese Woche hier in Magdeburg und Pauline Hébert, bienvenue, ist hier bei uns heute Abend zu Gast. Herzlich willkommen. Bienvenue. Also du siehst, wir sind heute Abend international. Was passt im Theater? Als international zu sein. Absolut. Theater Magdeburg hat über 40 Nationen hier tätig, aber im Schauspielhaus sind nicht so viele. Das liegt natürlich daran, dass das deutschsprachige Theater für das deutsche Publikum natürlich hauptsächlich auf Deutsch obwohl spielt. Jetzt obwohl wir haben jetzt ja gerade letzte Woche eine Premiere bilingualer Art, bestehend aus ukrainischen Kollegen, die natürlich hauptsächlich Ukrainisch sprechen und einem deutschen Kollegen und Englisch wird auch noch zwischendurch gesprochen, also ein dreisprachiges Projekt, das jetzt auch gerade heute Nachmittag angekommen in Saporischschja, auch eine Partnerstadt von Magdeburg, wo wir heute für das ukrainische Publikum unter anderem den Gurman und seinen Wärter spielen und uns mit unseren ukrainischen Städtepartnern künstlerisch treffen. Also wir haben festgestellt, dass wir sehr
opernhauslastig hier sind in der Show. Wir haben natürlich immer wieder mal einen Schauspieler gehabt, aber ich freue mich, dass du heute Abend da bist. Wollen wir gleich starten, weil unsere Zeit läuft und vier Minuten sind schon weg. Dann sollten wir jetzt mal loslegen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie wir schaffen werden, in 45 Minuten damit fertig zu sein. Also es sind so viele Zutaten, meine Damen und Herren, aber die Rezepte können Sie nachher mitnehmen und vielleicht auch ausprobieren. Also ja, wir unbedingt starten. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Fisch, den marinieren wir. Okay. Also vorher noch mal kurz mit Wasser abspülen. Genau. Und möchtest du das machen? Das mache ich. Ja, und ich will nicht was Falsches machen. Du könntest die Süßkartoffeln schnippeln, weil da braucht man Kraft für. Ja, das mache ich gerne. Das ist auch kein Problem. So. Wir haben hier Süßkartoffeln vorbereitet. Nehme ich mal eine Schüssel. Das ist die Schüssel für Marinieren. Genau. Wie kommt man auf so eine außergewöhnliche Idee, sowas zu kochen? Also, ich glaube, das experimentierst du das gerne oder kochst du sehr oft? Also ich habe tatsächlich einfach eine große Leidenschaft für indische Küche, für thailändische Küche, für japanische Küche. Und ich komme aus einem Familienhaushalt, wo eigentlich wirklich hauptsächlich bodenständig gekocht wurde. Ja, in der Altmark. In der Altmark. Also unter anderem meine Leidenschaft für Suppen kommt. Osterburg, genau, geboren. Weil meine Großmutter immer diese wunderbare altmärkische Hochzeitssuppe gemacht hat. Ja. Und die hab ich als Kind, wie möchtest du die haben? Relativ klein. Relativ klein, so. Okay. Genau. Und und ich habe natürlich ganz am Anfang alles rausgepickt und nur die Brühe gelöffelt. Und aber einfach die Leidenschaft für Suppen war da. Und dann fing ich irgendwann an, selber ein bisschen zu experimentieren, um einfach ein bisschen was anderes zu haben zu Hause. Ja. Und Kochen gehört schon irgendwie dazu. Es ist vor allem sehr Meditatives für mich. Huch, da fliegen die Kartoffeln. Das schmeißen wir weg, wir haben noch genug da. Ich wasche immer trotzdem noch ab, vielleicht brauchen wir den. Wer weiß. Genau. Und dann fing es einfach an, dass wir zu Hause angefangen haben. Süßkartoffeln haben es in sich, ne? Ja, aber ich krieg das hin. Absolut. Es lohnt auch, weil. Geschafft. Süßkartoffeln ja so einen ganz seichten, leicht natürlich süßlichen Geschmack haben, aber das ist gerade so für so in Kombination mit Linsen, ein bisschen bitteren Gewürzen, einfach eine wunderbare Grundlage. Und die schmecken auch sehr gut. So, jetzt brauchen wir Sojasauce. Ja, haben wir da. Ja. Also der Fisch wird jetzt mariniert. Genau, den marinieren wir, den legen wir einfach ein bisschen ein. Also der Fisch selber wird erst ganz am Ende einfach in die Pfanne geschmissen, kurz angebraten, damit er schön fest und seinen Geschmack natürlich behält. Und um ein bisschen ihm noch zusätzlichen Geschmack zu geben, empfehle ich einfach ordentlich. Ist dir das klein genug oder soll ich noch kleiner machen? Noch kleiner. Noch kleiner? Noch kleiner. Ich habe zu tun heute Abend. Also keine Langeweile. Also, du kochst gerne Suppen, haben wir gehört. Ja, absolut. Ich war jetzt am Wochenende in Mainz. Ja. Du weißt, was jetzt kommt. Du warst sehr gerne in Mainz, wie viel ich weiß. Und das Mainzer Staatstheater lebt immer noch von einer Inszenierung von dir. Absolut. Ich habe auf dem Spielplan gesehen und ich habe deinen Namen gesehen. Oh Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Das ist bei mir in den nächsten Tagen da. Und ja, das ist tatsächlich ein ganz verrücktes Ding. Wir haben ein Projekt gemacht, das sich mit der Biografie der beiden Grimm-Brüder beschäftigt hat. Und das Witzige ist, ich saß mit dem Regisseur zusammen, wir haben die Fassung geschrieben, wir haben das Textbuch entworfen, wir haben überlegt, was erzählen wir aus dieser Biografie und mussten feststellen, dass die beiden Herren ja wirklich Zeit ihres Lebens eigentlich nur in der Bibliothek und vor Büchern verbracht haben. Ja. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, ist das fürs Theater in irgendeiner Form interessant, wenn das die beiden langweiligsten Menschen sind, denen ich jemals begegnet bin bisher. Aber es war dann tatsächlich so, dass diese beiden Figuren so in ihrer Historie und in ihrer Geschichte verhaftet waren, dass man das gesamte 19. Jahrhundert erzählen konnte. Wir haben dann, wir hatten natürlich 7 Schauspieler, die Grimmsche Zahl 7 war natürlich dann nicht umsonst gewählt und haben von jedem Schauspieler ein Puppendouble angefertigt. Also jeder Schauspieler hatte eine Puppe in verschiedenen Größen, also es gab einen ganz kleinen, der hatte eine so kleine Puppe und dann gab es die Mutter, die hatte so eine große Puppe, dann gab es noch eine 4 Meter große Puppe, die dann am Ende in den Zuschauerraum fast fiel.
Und das hat die Menschen einfach, also die Zuschauer so begeistert, dass das seit 2013 durchweg ausverkauft läuft. Und das Kleingedruckte. Perfekt. Ich hab's. Genau, und seitdem läuft das und ist wirklich der absolute Renner. Schön. Also, und mich freut es natürlich, weil, weil Mainz meine erste Berufsstation war. Und wann war das? Ich habe 2010 dort angefangen. Ja. Und bin 3 Jahre geblieben. Aber es ist schon ungewöhnlich, wenn eine Produktion über 7 Jahre da läuft und immer noch mit demselben Erfolg. Das, ist man ein bisschen stolz drauf? Total. Also das ist tatsächlich, sowas macht man in seinem Leben, glaube ich, auch nicht so häufig, dass man so eine Arbeit hat, die so lange noch gut existiert und so angenommen wird und immer noch Stadtgespräch ist. Also das ist schon, das finde ich schon toll. Du weißt, jetzt kommt eine blöde Frage, die kennst du auch. Ja. Was macht eigentlich ein Dramaturg am Theater? Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was ein Dramaturg ist. Ist das eine Art Mädchen für alles? Nein. Nein, also die Aufgabenbereiche des Dramaturgen sind... Oder vielleicht anders gestellt, wie wird man Dramaturg? Dramaturg wird man, indem man sich, glaube ich, entscheidet, Dramaturg zu sein. So war es jedenfalls bei mir. Das ist eine gute Antwort. Es war tatsächlich so. Also ich bin ja eigentlich, ich habe in Berlin an der Ernst Busch, was schon eine relativ renommierte Schauspielstätte ist, habe ich Regie studiert. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, so, ach, irgendwie dieses ständige Rumreisen ist... Sollen wir schon mal anmachen? Nee, noch nicht. Wir müssen noch einen Augenblick warten. Okay. Ich muss erst noch den Knoblauch und vor allem den Ingwer schälen und schneiden. Ja. Also? Genau, also ich bin eigentlich, komme eigentlich sozusagen aus der praktischen Kunst und habe mich dann aber entschieden, einfach das Dramaturgendasein vorzuziehen. Und dann habe ich dann einfach gesagt zu meinen Professoren, so, ab heute bin ich Dramaturg. Und die haben mich dann für Kommilitonen Dramaturgien machen lassen. Aber schief angeguckt oder hurra gesagt? Oder? Nee, also ehrlich gesagt gab es gar keine große Reaktion. Es war dann einfach, es war einfach so. Ich kann das wirklich gar nicht anders sagen. Es war einfach. Und dann habe ich meinen Abschluss gemacht und dann konnte ich sofort nach Mainz gehen, konnte auch die Assistenz umschiffen und habe dann einfach sofort voll angefangen und hatte gar nicht wirklich die Zeit, mir zu überlegen, wie funktioniert dieser Job eigentlich, sondern wirklich einfach durchs Machen gelernt. Trotzdem, was macht ein Dramaturg? Ja, was macht ein Dramaturg? Ich habe jetzt gehört, wie man Dramaturg wird, aber was macht ein Dramaturg? Also ich sehe in meinem Programmheft zum Beispiel, da stehen die Schauspieler und da stehen auch die Regie und Beleuchtung und Tontechnik und so weiter. Und dann steht irgendwo ganz klein Dramaturgie, Punkt, Punkt. David Schlesing. Also, was vielleicht erstmal ganz interessant ist, auch warum der Beruf so unbekannt ist, ist es tatsächlich eine ganz deutsche, also ein deutscher Beruf. Also wenn Sie an einem anderen Theater sind, würden Sie alle schief angucken und fragen, was ist ein Dramaturg? Also das kennt man tatsächlich nicht. Im Ausland würde man eher, also im englischsprachigen Raum, im französischen Raum... Sind vielleicht Producer oder sowas in dieser Richtung? Oder? Nee, es sind Autoren. Autoren? Und daher kommt eigentlich dieser, dieser Begriff auch. Also unser lieber Herr Lessing hat den Begriff, glaube ich, als erster... Das kommt auch da rein, oder? Das kommt... Da kann ich schon mal reintun oder noch nicht? Nee, wir müssen erst noch das hier machen. Das ist? Das ist Ingwer. Ganz wichtig für die indische Küche. Ingwer immer frisch kaufen. Also das, man kann es eigentlich erschnuppern. Es ist wichtig, dass der frisch ist, weil sonst schmeckt der bitter und dann verdirbt einem auch schnell das Essen. Und man sollte selber austesten vielleicht vorher, wie viel Ingwer man verträgt, weil zu viel Ingwer schafft viel Schärfe. Und wer es scharf mag, sollte auf jeden Fall Ingwer reintun. T-Shirt anziehen, nicht zu dick und nicht zu warm anziehen, weil Ingwer heizt richtig durch. Deshalb ja auch im Winter das beste Mittel gegen jede Form von Schnupfen oder Erkältung. Ja, und ich brauche auch irgendwie billiger als Kohle zu heiß. Absolut, absolut, es heizt richtig durch, aber man muss die Schärfe auch vertragen. Also ich habe in der Familie jemanden, die verträgt Ingwer gar nicht. Da ist, also wir müssen dann, wenn wir sowas kochen, immer eine Portion ohne Ingwer machen.
Aber wir werden das schon schaffen. Ich denke auch, das werden wir auf jeden Fall. Also wir sind aber immer noch beim Dramaturgsein. Genau. Wie wird man das, haben wir gehört. Genau, das ist die Kunst der Dramaturgie, um den heißen Brei herumzureden, bis man irgendwann vergessen hat, was die Frage ist. nein, Dramaturgen sind tatsächlich eigentlich im besten Falle Vermittler zwischen Text, zwischen der praktischen Umsetzung, zwischen Regie, zwischen Schauspiel, zwischen Theater und Publikum, zwischen den Gewerken. Also wir sind tatsächlich eigentlich immer diejenigen, die erklären, warum wir es machen, warum es gut ist, dass wir es machen. Aber keiner weiß oder keiner hat es verstanden, also, was ein Dramaturg ist. Also die Frage kommt immer wieder, habe ich festgestellt, oder? Das kennst du auch. Ich kenne das vollkommen. Also ich mache auch ehrlich gesagt immer den Witz, wie viel Zeit haben Sie denn? Wir haben noch 30 Minuten. aber ganz praktisch. Also mein Tag fängt eigentlich damit an, dass ich morgens, wenn ich Glück habe, es schaffe, ein bisschen die Zeitung zu lesen und ein bisschen Nachrichten zu schauen, um einfach zu wissen, was passiert gerade. Und dann... Also ich werde jetzt hier fertig. Sehr gut. Dann einfach rein in den Topf. Okay. Wir machen das. Wir müssen ein bisschen beschleunigen. Wir wollen ja hier noch was... Also wir haben noch 30 Minuten. Ja, das muss ja noch kochen. Ne? Eben, ja. Genau, also es fängt damit einfach an, morgens sich erstmal kurz zu briefen, was passiert in der Welt. Und dann, je nachdem, also jetzt zum Beispiel schreibe ich gerade an der Theaterfassung für unsere Eröffnungsproduktion in der nächsten Spielzeit am Schauspielhaus. Nächste Woche ist ja die Pressekonferenz, das heißt, da wird es dann veröffentlicht. Solange muss ich leider noch schweigen, ich darf noch nichts verraten. Aber wir arbeiten schon fieberhaft. Wir senden, meine Damen und Herren, am 8. Mai. Die Pressekonferenz ist schon vorbei. Dadurch kannst du ruhig alles erzählen. Am 8. Mai um 20 Uhr offener Kanal Magdeburg. Ja, ja, und dann... Schön, dass du da bist. Ja. Genau, also auf jeden Fall. Zum Beispiel stelle ich gerade eine Strichfassung her. Also ich, die meisten Stücke, die die Autoren geschrieben haben, also zum Beispiel Shakespeares Hamlet, würde ungestrichen 5-6 Stunden dauern. Darf ich gleichzeitig vielleicht die Linsen schon machen? Weil die Zeit brauchen wir trotzdem. Genau, die Linsen muss man unbedingt waschen, wie auch Reis und alles, was man sozusagen kauft, weil wegen Keimbelastung ist es auf jeden Fall wichtig, das so lange zu waschen, bis das Wasser nicht mehr milchig ist. Also das ist auch bei Reis immer einfach muss sein. So, jetzt können wir endlich auch, das ist nämlich eigentlich, die Hauptarbeit ist jetzt schon getan. Jetzt müssen wir das Ding nämlich nur noch anschmeißen und köcheln lassen. So, wie funktioniert dieser Herd? So, einen kleinen Schuss Olivenöl, nicht zu viel. Aber das alles jetzt schön scharf anbraten. Wann kommen die Linsen rein? Jetzt oder nachher? Nee, da warten wir noch ein bisschen. Okay, dann kann ich die ein bisschen abtropfen lassen. Ja, unbedingt. Ja. So, haben wir einen Mülleimer? Ja, haben wir, ja, haben wir auch Müll. Hast du schon angemacht? Ich habe schon mal angemacht. Muss richtig zweimal drehen, weil dann kommt die ganze Platte verstehe, zusammen. Verstehe. Ja. So, genau. Also letztendlich, ich kann es ja noch mal kurz erklären. Zwiebeln schnippeln, schön klein. Bisschen Knoblauch, je nach Geschmack, auch schön klein. Ingwer schön klein schnippeln. Alles schön auch klein. Auch rein, genau. Die Süßkartoffeln rein. Und dann kommt jetzt gleich, kommen noch die roten Linsen rein, das mal kurz scharf anbraten, damit das sich alles schön geschmacklich entfaltet. Und dann würde ich im nächsten Schritt einfach ein bisschen Brühe drüber kippen und dann lassen wir es köcheln und dann können wir, glaube ich, in Ruhe mal ein Gläschen Wein trinken. Gut. Und ein bisschen weiter plaudern. Soll ich ein bisschen Wasser kochen trotzdem, dass wir ein bisschen... Ja, ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was die Brühe angeht und die Flüssigkeitsmenge, das ist auch ein bisschen, glaube ich, Sache, die man selber für sich rausfinden muss, ob man es ein bisschen flüssiger haben möchte oder ein bisschen breiiger. Das muss man, glaube ich, für sich entscheiden. Ich mag es gerne so genau zwischen zu breiig und zu dünn. Also irgendwie so dazwischen. So. Wir sind immer noch dabei, meinen Beruf zu erklären. Ja, oder? Ich habe es noch nicht verstanden. Haben Sie es verstanden, meine Damen und Herren? Ach, es ist doch herrlich. Also, genau. Ich stelle Fassungen her, ich schreibe Programmhefte, ich schreibe Texte für die Theaterzeitung, für den Leporello, für Spielzeitheft. Ich mache, das haben wir hier noch ein bisschen zu wenig gemacht, das will ich aber auch ein bisschen verstärken, Publikumsgespräche. Ja.
Also wirklich dann nach der Vorstellung mit den Zuschauern noch und den Schauspielern sich zu unterhalten über das Gesehene und Fragen zu beantworten oder auch einfach mal so ein bisschen Rückmeldung zu kriegen, weil natürlich funktioniert Theater so, man kommt ins Theater, schaut sich eine Vorstellung und geht dann nach Hause oder trinkt vielleicht noch ein Bier in der Kantine oder in einem Café. Aber schöner ist es ja eigentlich, dann noch mit den Theaterkünstlern ins Gespräch zu kommen. Immer. Und, das ist auch fruchtbar. Absolut. Es ist vor allem einfach, es ist tatsächlich sehr verrückt, weil man im Gespräch dann nochmal anders auf die Inszenierung selber schaut, auf das Produkt, was man ja manchmal auch schon ein Jahr vorher geprobt und produziert hat. Und man entdeckt dann in den Gesprächen oft auch nochmal ganz neue Aspekte. Und es gibt manchmal auch sehr skurrile Situationen. Also ich hatte meine Antigone in Mainz gemacht und wir hatten dann einen Altphilologen im Publikum, der dann anfing, Antigone auf Altgriechisch zu rezitieren, aber leider auch ein bisschen länger, sodass man dann irgendwann dachte, okay, es versteht gerade kein Mensch, worüber Sie hier sprechen. Aber das sind halt die schönen Begegnungen. Und was auch wichtig ist, Dramaturgen müssen Experten auf Zeit sein. Also wenn ich ein bestimmtes Stück mache, ich habe meine Uraufführung von einem Stück von Philipp Löhde, der hier auch gerade inszeniert hat, einer der doch eigentlich gerade sehr gut und viel gespielten jungen Gegenwartsautoren. Und jetzt können wir die Linsen reintun. Ja, die kommen. Und der hat sich in seinem Stück ganz viel mit Astrophysik und astrophysikalischen Phänomenen beschäftigt. Und ich musste mich halt mit Astrophysik beschäftigen und mit Mathematik und dem goldenen Schnitt. Und das war einfach fantastisch, all die Zeit darauf zu verwenden, sich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen man sich sonst einfach nicht beschäftigen würde. Ja. Und das ist halt eins der schönsten Dinge an diesem Job, dass man einfach immer wieder in neue Situationen kommt und sich mit völlig einem unbekannten Ding auseinandersetzen muss. Mhm. Und wie viel Macht hat ein Dramaturg? Man hat den Eindruck manchmal, ich sage es nur mal, mein persönlicher Eindruck jetzt, der Dramaturg hat doch mehr Macht als die Regie. Also das ist tatsächlich absolut von Fall zu Fall. Oder wie viel Macht möchte ein Dramaturg ausüben? Das ist vielleicht auch noch eine Frage. Also ich finde, ich sehe meinen Beruf so, dass meine Funktion hauptsächlich Beratende ist. Und im besten Fall habe ich einen Regisseur, der eine Vision oder eine Idee von einem Stück, von einer Welt hat, die er mit dem Stück erzählen will. So, jetzt fangen wir mal an, das ein bisschen anzudicken. Und im besten Falle helfe ich ihm einfach dabei, seine Vision verständlich zu verwirklichen. Also, weil der Dramaturg auch immer der erste Zuschauer ist. Also derjenige, der das Stück als allererstes zu sehen bekommt und natürlich gucken muss, versteht man überhaupt das? Und es muss auch kritisch sein. Also man muss nicht immer mit rosa-rote Brille gucken. Nein, man muss ja kritisch sein, aber man darf auch nicht polizeilich kritisch sein. Also es gibt auch Dramaturgie-Kollegen, die unwahrscheinlich ganz streng sind und rumputzen und alles besser machen wollen und meistens nur alles schlimmer machen. Also es ist wie in der Küche, zu viele Köche. Aber ist doch so, dass der Dramaturg manchmal doch der bessere Regisseur sein könnte. Na, sag mal so, er ist immer ein bisschen mehr in der Distanz, weil er das Produkt ja nicht, also ich bin ja nicht selber als Künstler aktiv, sondern ich schaue einem Künstler dabei zu und kann ihm viel mehr widerspiegeln, was er selber vielleicht irgendwann nicht mehr sieht. Und am machtvollsten ist, glaube ich, ein Dramaturg, wenn er mit seinem Regisseur unwahrscheinlich gut klarkommt und eine Sprache hat. Ich hatte meinen Regisseur, der hat 8 Wochen lang mit mir kein Wort gesprochen. Weil? Ich glaube, er hatte Angst. Okay, also du bist doch ernst oder doch sehr streng oder? Nee, gar nicht. Es war unsere erste gemeinsame Arbeit, aber er hat einfach, er war nicht in der Lage, mit mir irgendwie zu sprechen. Übrigens ein sehr erfahrener Regisseur, der schon am Burgtheater inszeniert hat Okay. Und lange Oberspielleiter am Berliner Ensemble war. Und aber er hatte einfach irgendwie Angst vor mir. Dann habe ich ihm irgendwann einen Brief geschrieben, weil irgendwie musste ich mit ihm kommunizieren. Ich musste ihm einfach sagen, du, an der Stelle, finde ich, funktioniert es nicht. Und er hat sich dann wahnsinnig gefreut über diesen Brief, hat mich zu einem Bier eingeladen. Und danach ist der Knoten geplatzt? Nein, er hat mir eine Stunde lang vorgeheult, wie doof er die Schauspieler findet. Und das ist dann der Moment, wo man als Dramaturg eigentlich davor ist, zu kapitulieren und zu sagen, gut, okay, dann, ich weiß auch nicht mehr. Aber das war nicht die Machtgeburt. Das wollen wir nochmal feststellen. Das war meine
dritte Produktion, glaube ich, insgesamt. Nee, meine vierte. Okay. Wir sagen auch nicht, in welcher Stadt es war. Wir wollen jetzt niemanden schlechtstellen. Aber so, du bist jetzt in Magdeburg. Du bist jetzt in Magdeburg seit September 2016. Genau. Also gar nicht so lange. Nee. Aber die Stadt kennst du schon etwas länger. Wie viel ich weiß, dein Vater hat lange hier gelebt, arbeitet noch hier, lebt jetzt in einer anderen Stadt, die wir gar nicht benennen wollen, in Magdeburg. aber arbeitet hier, pendelt auch. Ja. So, also du kennst die Stadt, das war jetzt die Frage. Du, genau. Du warst schon oft hier. Ich, also öfter. Also oft ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber ich war, also mein Vater hat hier, ist hierher gezogen, da war ich glaube ich so 13 oder 12. Also kurz nach der Wende. Kurz nach der Wende, hat hier in der Hegelstraße gewohnt. Und das ist tatsächlich, also ich habe vor allem, duftet gut, oder? Ja. Tatsächlich vor allem Erinnerungen an die Hegelstraße, an den Hauptbahnhof, der damals noch, ich weiß, dass es diese, anders ausgesehen hat. Genau, es gab diese ganzen Vorbauten, das Kino gab es schon, aber diese ganzen, dieses Carré, war damals noch nicht, genau. Das. Und den Dom natürlich, also ich kann mich noch an ein Weihnachtsoratorium erinnern, was ich dort gehört habe. Als im Kalten oder im? Im Kalten, ja. Also nicht in der Winterkirche, im Rempel, sondern Dom. Im Dom. Früher hat man im Dom auch richtig gespielt, auch wenn es ziemlich kalt gewesen ist. Ja, nee, es war, das weiß ich auf jeden Fall, dass es ziemlich kalt war. Aber genau, und dadurch habe ich so ein bisschen, weil es sind auch eher rudimentäre Erinnerungen, weil er dann, ich glaube, maximal 3 oder 4 Jahre hier gelebt hat und dann eben in die andere Stadt. Genau, er weiß schon, worüber wir sprechen. So. Unsere zweiten Gast wohnt auch dort. Aber das sprechen wir nachher. So, das lassen wir jetzt einfach schon kochen. Wann machen wir das? Das braten wir jetzt einfach an. Das sind Cashewkerne, die machen wir jetzt einfach nur ein bisschen heiß und streuen die dann später drüber. Einfach, genau. Also wir das haben dafür jetzt noch Zeit. Genau, ich glaube, jetzt können wir einfach mal ein Gläschen. Das ist dein Glas, das ist mein Glas. So. Also, Dankeschön fürs Schnippeln. Der leitende Dramaturg am Schauspielhaus. Im Opernhaus heißt Chefdramaturg, im Schauspiel heißt leitende Dramaturg. Leitende, genau. Ja, warum? Das zu unterscheiden, oder? Nee, tatsächlich liegt das, glaube ich, daran, dass ich noch nicht so lange in diesem Beruf arbeite. Das heißt, ich bin 34 Jahre alt und Chefdramaturg impliziert immer schon sehr, sehr, sehr viel Erfahrung. Und die grauen Haare. Die grauen Haare, würde ich sagen. Die gibt es aber schon, seit ich 14 bin. Also, ja, ist bei mir nicht seit dem 14 bin, aber schon sehr lange. Ist auch, also die sind leider keine genetisch Ausrede. Bedingt. Absolut. Ja, mein Vater ist auch sehr früh ergraut. Ja. Also genau. Du kennst Magdeburg schon etwas besser. Wie war das, wenn du die Entscheidung treffen müsstest? Es kam die Anfrage in Magdeburg, wollen Sie nicht hier bei uns anfangen? Und du hast gesagt, hurra, ich gehe jetzt nach Magdeburg. Nee, das war tatsächlich ein bisschen anders. Also ich habe das letzte Jahr als freier Dramaturg gearbeitet, weil ich mal so ein bisschen weg wollte von dieser Stadttheatermaschinerie. Das ist schon ein sehr, sehr, sagen wir mal, schon sehr aufwendiger Beruf, wo man eben einfach wirklich, im Schnitt 10-12 Stunden am Tag verbringt. Und ich wollte gerne mal kurz ein bisschen raus und zu dem, was eigentlich Dramaturgen auch sollten, nämlich dazu kommen zu lesen. So ein Sabbatical-Jahr. Ja, genau. Und so ein bisschen einfach selber die Zeit einteilen. Und habe dann so ein bisschen als Gastdramaturg eben gearbeitet und sonst hauptsächlich gelesen. Und dann war aber für mich klar, gut, ich möchte danach wieder ans Haus. Ich möchte wieder fest an einem Theater arbeiten, fest in der Stadt leben. Und habe dann eben zufälligerweise gesehen, dass hier eine Stelle ausgeschrieben ist. Und habe dann festgestellt, dass Cornelia Krompholz hier Schauspieldirektorin ist, die ich in Mainz kennengelernt habe, Jahre zuvor. Und die Christine Villinger, die hier die Chefin der Öffentlichkeitsarbeit ist, war auch in Mainz. Und in Darmstadt. In Darmstadt warst du auch. Da war sie auch und ich war dann nur Gastdramaturg. Und natürlich, das Theater ist auch wie eine Familie und bekannte Gesichter wieder zu treffen ist einfach immer gut. Und ich habe halt zu Magdeburg einen persönlichen und biografischen Bezug. Ich hatte tatsächlich die Situation, dass ich mich dann sogar, ich hätte auch in derselben Funktion nach Münster gehen können und habe dann eben einfach gesagt, gut, Magdeburg ist interessanter. Es ist und das Schauspielhaus ist interessanter, die Kollegen sind interessant. Man ist auch gut ausgestattet. Absolut. Und ich finde, dieses Haus ist ein tolles Publikum in Magdeburg, oder? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Nein, das Schauspielhaus ist einfach wie ein Kleinod. Es ist einfach wie eine kleine Oase. Es ist einfach ein wunderschöner Bau.
mein Büro ist im vierten Stock in so einem kleinen Erkerzimmer und das ist einfach, es ist tatsächlich noch ein Theaterbau. Also im Gegensatz zum Beispiel zu Mannheim oder zu Darmstadt, wo man diesen 60er, 70er Jahre Klotz hat, also Darmstadt ist ja wirklich einfach nur ein Klotz, der nur aus Beton besteht. Und ich finde einfach, Schauspielhaus hat so eine kleine Persönlichkeit. Mhm. Und auch durch die ja doch etwas kleinere Bühne, also es sind ja 200 Plätze, die da reinpassen, 200 Zuschauer, die da reinpassen, ist natürlich auch eine ganz andere Form von Identifikation, ja, und Intimität. Näher auch. Genau, man ist einfach näher dran und ich finde das einfach einen großen Schatz. Und so darf ich was vorschlagen? Ja. Ich würde hier weitermachen und du kümmerst dich um die anderen Sachen, weil wir haben genau noch 16 Minuten noch haben. Haben wir schon so also, lange? Ja, deshalb mit einem Dramaturgen zu kochen ist doch nicht so einfach. Das hätte ich vielleicht vorher sagen sollen. Aber das kriegen wir noch hin, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Brühe. Ein bisschen Brühe, genau. Okay. Genau, und jetzt können wir so hochlassen. So, also du hast dich entschieden, nicht nach Münster, sondern nach Magdeburg zu kommen. Genau. Man kann ein bisschen Bilanz jetzt schon ziehen nach 9 Monaten. Kann man auf jeden Fall. Wie ist es in Magdeburg? Hast du es bereut? Nein. Nein, also definitiv nicht. Wie ich so mitgekriegt habe, du konntest dich gut anpassen, gut etablieren. Du hast schon deine Unterschrift oder deine Handschrift schon gut hier präsent gemacht. Wie fühlst du dich? Also, natürlich ist eine neue Stadt immer erstmal aufregend, weil man natürlich einfach, also selbst wenn ich die Stadt noch aus Jugendtagen kenne, aber natürlich hat sie sich verändert und das tägliche hier Leben, also sich zum Beispiel daran wieder ein bisschen anpassen, dass die Supermärkte am Wochenende doch früher zumachen, als ich das aus anderen Städten kenne, das ist tatsächlich in der Planung nicht ganz unwesentlich. Obwohl, bis 20 Uhr haben wir schon auf. Ja, nee, der bei meiner Wohnung am nächsten gelegene Supermarkt, wo man Samstag schnell noch einkaufen möchte. Ja, der macht ja, man muss ein bisschen noch weiter. Man muss noch ein bisschen laufen. Ja. Aber gut, ich muss aber auch gestehen, ich habe in Köln, hatte ich den Supermarkt direkt gegenüber. Das heißt, ich vorher gelebt habe, da ist man ein bisschen verwöhnt, muss man einfach sagen. Genau, aber was ich einfach großartig finde, ist natürlich die Weitläufigkeit der Stadt. Also das habe ich so nach Mainz und ich war vorher danach in Bonn. Was schon klar ist, sind sehr zentrierte Städte, aber sie sind einfach auch wirklich eng und klein. Also Mainz ist sogar noch enger als Bonn und ich finde es hier sehr befreiend, diese großen Straßen zu haben und irgendwie auch tatsächlich mal nicht in so ständig überlaufende Situationen zu kommen. Also ich war letztes Wochenende in Köln und bin natürlich wieder über die breite Straße gelaufen. Aber da nicht am, Freitag und Samstag zu einem bestimmten Parteitag, oder? Nein, das war stimmt nicht, das war vorletzte Woche. Ich war nicht... Ja, muss man fragen, oder? Absolut, nein, das war vorletzte Woche. Das stimmt nicht, es war nicht letztes Wochenende. Okay. Aber es ist einfach so unwahrscheinlich voll. Es tut einfach gut, ein bisschen Raum und ein bisschen Platz. Aber darf ich trotzdem noch mal fragen? Ja, du bist jetzt 34... Und du hast ganz viele Stationen gehabt. Will man irgendwann irgendwo zu Hause sein? Ist man irgendwo zu Hause überhaupt? Kann man sagen, vielleicht bleibe ich hier in Magdeburg doch etwas länger, weil mir alles gut passt, gefällt? Ja. Oder wie ist es? Also ich glaube, irgendwann muss diese Situation kommen. Theatermenschen sind ja auch immer noch ziehendes Volk, genau, Nomaden. Daher ist immer, also eigentlich das Theater die eigentliche Heimat und die Stadt, also ganz ehrlich, ich bin 10 Stunden am Tag eigentlich im Theater. Das heißt, wenn ich mal die Chance habe, dann gehe ich am Wochenende mal in die Stadt. Aber eigentlich lebt man im Theater. Dadurch hat man eigentlich die Heimat immer irgendwie bei sich. Und ich kann es einfach gar nicht sagen. Das ist einfach mit jeder... Wollen wir da weitermachen, weil wir doch... Ja, wir müssen braten. Gleichzeitig, ich weiß, dass es spannend ist, ich höre gerne zu. Es ist großartig. Normalerweise bin ich derjenige, oder wir der andere. Oder wir tauschen. Wir müssen jetzt den Fisch anbraten. Ja, genau. Das ist nicht die Pfanne, sondern eine andere Pfanne. Das hier ist für Fisch. Ja, sehr gut. Und das machen wir hier, weil größer ist? Ja, so machen wir das. Okay. So, dann braten wir jetzt den Fisch an. Genau das machen wir mal. Jetzt müssen wir wieder. Ich habe schon angemacht. Ach, super, danke schön. Okay, also.
Aber irgendwo ist man schon zu Hause, oder wo fühlst du dich zu Hause? Wo sagst du, ach, ich bin jetzt... Ich fühle mich zu Hause in Städten, ich muss wirklich so sagen, in Städten, die einen großen Fluss haben. Also ich habe fast 7 Jahre am Rhein gelebt, in unterschiedlichen Städten, ja. Und der Rhein war aber immer da. Und dass es jetzt die Elbe ist, ist fantastisch, weil sie ein schöneres Ufer hat als die meisten Rheinufer, an denen ich bisher gelebt habe. Ich kann das gar nicht, ich glaube, das kann ich nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, das ist mein Zuhause. Also es ist einfach... Du hast noch kein Zuhause. Ich habe es noch nicht gefunden. Aber du bist auf dem Weg, vielleicht ein Zuhause zu finden, und du kannst auch nicht ausschließen, in Magdeburg länger zu bleiben. Darf ich so übersetzen? Genau, nein, absolut. Also das ist einfach, man wächst natürlich mit dem Theater jetzt zusammen, man lernt es kennen. Und welchen Ruf hat das Magdeburger Theater in der Schauspielwelt? Also, ich glaube grundsätzlich tatsächlich einen guten. Es ist natürlich, in der Theaterwelt bestimmen immer die Metropolen das Geschehen. Das heißt, es geht natürlich hauptsächlich immer erstmal um Berlin, Hamburg, München, mittlerweile jetzt auch wieder Düsseldorf, Stuttgart wieder schon weniger. Mhm. Aber insgesamt hat Magdeburg auf jeden Fall einen guten Ruf. Also ich weiß zum Beispiel, wir hatten jetzt gerade sehr viele Vorsprechen und ich kriege oft die Rückmeldung, dass sich die Schauspieler, die sich zum Beispiel bei uns bewerben für Vakanzen, dass sie sich bei den Vorsprechen sehr wohlfühlen. Und das ist natürlich schon mal irgendwie einfach ein sehr schönes Signal, weil das Theater so ein doch sehr bissiger und oft auch haifischartiger Ort ist. Vielleicht sollen wir übersetzen, Vorsprechen heißt, Leute, die sich interessieren, hier am Theater Schauspieler zu sein, sie sind schon Schauspieler, müssen vorsprechen, die Rolle zu bekommen oder eine Stelle zu bekommen. Genau, eine Vakanz, eine feste Stelle bei uns. Ein Bewerbungsgespräch. Genau. Vielleicht die Zuschauer wissen nicht alle, was ein Vorsprechen ist. Und bei Sänger heißt Vorsingen. Ja, absolut, absolut. Und genau, und das ist einfach schön, wenn das auch Kollegen, die wir dann nicht in die engere Wahl ziehen, trotzdem irgendwie sagen, dass es ihnen gut geht. Ja. So, das dürfen wir nicht spritzen. Also das hier duftet das unglaublich gut. Genau, das müssen wir gleich würzen. Das ist ja jetzt eigentlich das Allerwichtigste. Ja. So, so im Stück? Oder? Ja, ich würde sagen. Machen wir ein Stück. Okay. Wir schneiden es dann. So, jetzt geht's endlich los. Es wird hier gebraten. Das kann ich wegstellen oder brauchen wir noch? Nee, brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt haben wir natürlich die wichtigen Gewürze. So, wir haben jetzt über dich viel gesprochen, wir haben jetzt über das Theaterleben gesprochen. Ja. Woran arbeitest du jetzt? Was ist deine Produktion, wo du jetzt involviert bist? Was würdest du den Zuschauern empfehlen, unbedingt nicht zu verpassen? Also, gerade aktuell sitze ich an der Stunde, da wir nichts voneinander wussten. Für Dramaturgen in deren Sicht ein ganz spannendes Projekt, weil es keine Dialoge gibt, sondern es ein stummes Stück ist, das hauptsächlich, also die Hauptrolle spielt ein Platz und über diesen Platz laufen Menschen, verschiedene Gestalten und jetzt brauche ich glaube ich noch einen Wender. Hier. Ach super, danke schön. Schon vorbereitet. So. Oh ja. So. Das geht ganz schnell, ja? Ja. Oh, das war nicht ganz elegant. Ach. Hauptsache es schmeckt. Absolut, absolut. So, genau, also die Stunde, unsere Schauspieldirektorin Cornelia Krompholz gerade inszeniert. Und aber dies gerade auch in der Ukraine, oder? Nee, Frau Krompholz ist hier. Okay. Es ist, die Entourage besteht aus einer Dramaturgie-Kollegin, unserer Ausstattungsleiterin und ein paar Schauspielern. Ja. Und Frau Krompholz ist gerade fleißig am Proben, auch gerade jetzt. Und das Spannende an dem Stück ist, die schon mal an. Genau, das muss man ein bisschen die Kamera reintun. So, ich glaube, jetzt muss ich mal ganz kurz würzen. Ja, bitte. So. Also, was machen wir rein? Ein bisschen Pfeffer. Pfeffer. Schwarze Pfeffer. Ja, und am besten auch frisch gemörsert. Das haben wir vorher gemacht. Genau, das ist tatsächlich sehr gut. Dann natürlich ein bisschen Salz. Ich bin jemand, der sehr wenig salzt. Also wer es mag, lieber ein bisschen mehr salzen. Kann selber nochmal nachsalzen. Genau. So. Und jetzt kommen die verrückten Gewürze. Okay. Also ein bisschen Kreuzkümmel. So. Das ist für die Verdauung ganz gut. Das kennen wir. Ne? Den indischen Touch. Da muss man. Ich mache oft aus Versehen zu viel rein. Also man sollte doch sparsam. Genau.
sparsam würzen. So. Das war jetzt sparsam. Das ist, ja, ich benutze meistens die Körnerchen. Ja. Okay, so. Was kommt jetzt? Ein bisschen Cayennepfeffer, okay, oder frisch geschnittene Chilischote. Würde auch gehen. Genau. So, aber nicht zu viel. So, dann Garam Masala. Sollen wir noch ein bisschen Flüssigkeit reintun? Ja, oder vielleicht nicht mehr? Ein bisschen, genau. Garam Masala ist eine indische Gewürzmischung, gibt es mittlerweile eigentlich fast überall. Ich kann die von Sonnentor sehr empfehlen, die Mischung. Mach ein bisschen kleiner, ja? Ja, den können wir auch runternehmen. Habe ich. Super. Weil dann, das brennt ganz schnell. So. Und was ich auch sehr empfehlen kann, ist Tandoori Masala. Das ist eigentlich Wie heißt das nochmal? Tandoori Masala. Okay. Und das nutzt man eigentlich, ich habe auch damit den Fisch eingestreut, mariniert. Das ist eher so ein Fleischgewürz, aber das gibt dem auch noch mal ein bisschen, dem Eintopf so ein bisschen eine kräftigere Note. So, und jetzt muss ich mal abschmecken gleich. Ja. So, und den Fisch, glaube ich, können wir ausschalten. Das habe ich schon. Ja. Genau, so, dann kommt jetzt das Entscheidende. Das ist das Allerspannendste. Können wir mal über das Mädchen mit den Streichhölzern sprechen? Ja, sehr Was gerne. Was ist das? Das kommt demnächst. Das kommt demnächst, ja. Das Mädchen mit den Streichhölzern ist ein Stück eines russischen Autoren namens Klim. Eigentlich Wladimir Klimenko, aber der Künstlername ist einfach K-L-I-M. Und sehr süßlich, das ist schon mal gut. Es kann aber noch ein bisschen. Schon mal. Lacht. So, können wir noch ein bisschen. Lieber ein bisschen zu kräftig würzen. Ja. Dafür gibt es den Joghurt. Genau, wir haben noch Joghurt machen. So. Das Mädchen mit den Streichhölzern ist die Geschichte einer Schauspielerin um die 40, ja, einer russischen Schauspielerin, die bei einem Theaterstück zugesagt hat. Sparsam ist hier, Cayennepfeffer, ja? Nee, das ist Tandoori. Ah, okay. Und Cayenne ist gar nicht so scharf, finde ich. Wunderbar. Aber gut, ich bin auch indisches Essen gewöhnt, vielleicht ist da die Schärfetoleranz. Ich esse auch ganz scharf. Sehr gut. Und mit deiner Kolleginnen, die bei uns hier war, haben wir eine Chilischote gemeinsam gegessen. Also, okay. Also, live und. Und ihr habt es überlebt. Ich habe überlebt. Die Kollegin? Sie ist nicht mehr da. So, wollen wir noch mal gucken? Aber ja, ich glaube, den Fisch. So, müssen wir wegnehmen. Fisch, ne? Wo können wir den denn am besten hinstellen? Wir machen das hier einfach. Machen wir das einfach hier? Guck mal, ich mache Platz. Ja, sehr gut. Den schnippeln wir gleich. Genau. So, ich finde aber, es könnte noch ein bisschen. Noch ein bisschen, dann machen wir noch ein bisschen. Also, die Premiere ist am 29. April. Nee, die Premiere war schon. Und, ach genau, also das Mädchen mit den Streichhölzern. Dann habe ich hier ein falsches Zettel. Oh. Am 29. Da sind Vorstellungen. Ah, okay. Da sind ganz normale Vorstellungen. Ja. So. Und die Schauspielerin, die hat einem Stück zugesagt, das komplett im Dunkeln stattfindet. Und sie hat nur 60 Streichhölzer. Und das Besondere an diesem Abend ist tatsächlich, Susi Wirth spielt dieses Mädchen, dass sie als Zuschauer, wie aber auch die Schauspielerin, in den 1 Stunde 10 insgesamt dauernden Abend 50 Minuten im komplett düsteren Raum sitzen und nur dieser wirklich fantastischen Stimme von Susi Wirth und dieser fantastischen Geschichte zuhören. Und hin und wieder wird ein Streichholz angezündet, also man kriegt auch hin und wieder was zu sehen, aber es ist eine ganz, ich habe tatsächlich so ein Theaterabend noch nie erlebt, wie man wirklich so im Dustern sitzt, so auf sich selbst dann irgendwann ja zurückgeworfen wird und dieser sehr, sehr, sehr schöne Dann Sprache. Erlebt man anders. Man erlebt vollkommen ja. anders. Es ist profan jetzt so zu vergleichen, aber es gibt auch ein Essen ja. in der Dunkelheit. Ein berühmter Gastronom hier in der Stadt ist auch bei uns heute Abend Gast. Und das macht er auch. Und ich glaube, da wird er sich noch mal inspirieren, wie ihr das Absolut, macht. Absolut, unbedingt. Ja. Also es lohnt auf jeden Fall. Also das ist einfach tatsächlich eine ganz besondere Theatererfahrung. Also unabhängig davon, was jetzt, dass das Stück auch einfach eine spannende, assoziative Geschichte ist, ja. aber diese Erfahrung ist schon wirklich großartig. Ja. Dann am 21. Mai habe ich auf meinen Zettel kommt die Stadt der Fahrraddiebe, das ja. ist Münster gemeint, ne? Ja, tatsächlich, da war tatsächlich die erste Verbindung zu Münster. Ein ja. bisschen Limette ist auch nicht verkehrt.
Und die Stadt der Fahrraddiebe war tatsächlich meine Eröffnungsproduktion. Ja. Und witzigerweise mit dem Regisseur, den ich auch aus Mainz kannte, also ist für mich dann nicht ganz unbekannter Kollege, obwohl wir noch nie zusammengearbeitet haben. Und ja, der hatte die grandiose Idee, einen Abend über Magdeburg zu machen, weil er eben, als er angefangen hat zu recherchieren über Magdeburg, eben diese berühmte Statistik gefunden hat, in der eben Magdeburg als die Stadt mit den höchsten Pro-Kopf-Fahrraddiebstählen in Deutschland war. Und er meinte, das ist doch super, das nehmen wir mal als Aufhänger. Und dann gibt es ja diesen wunderbaren Film von Vittorio De Sica, Fahrraddiebe, ja. 1948. Und ja, und so haben wir dann angefangen. Die sehen gut aus, Abend. Oder? Die sehen super aus. So. Ich glaube, wir müssen jetzt mal... Sind wir so weit? Oder? Ich probiere jetzt noch einmal. Ja. Es ist gut zu heiß. Heiß bestimmt, oder? Mhm. Aber was wir nicht haben, ist eine Kelle, oder? Oh, vielleicht hängt hier um die Ecke einer. Nee, die haben wir gerade ausgeliehen. Ich finde, die kommt sofort wieder. So. Ein bisschen Pfeffer noch. Genau. Keine Sorge, es ist nicht zu scharf. Es ist, sonst würde ich aufhören. Wir essen das. Wir essen das, genau. Die Zuschauer müssen wir fairerweise sagen, die kriegen von unserer Küche hier, von unserer Gastronom Jens Kallmeier, auch dasselbe Rezept gekocht. Genau. Und, wahrscheinlich. So, jetzt kommen noch mal frischer Koriander. Frischer Koriander. So, jetzt mache ich ein bisschen kleiner hier. Ja, unbedingt. Sonst verbrenne ich mir nur wieder. Weil sonst verbrennt das alles. Ich mache noch ein bisschen Flüssigkeit. Ganz wenig. So. Ja, Koriander ist tatsächlich ein Gewürz, das ich ganz lange nicht essen konnte. Ich konnte diesen Geschmack nicht. Ich konnte es nicht essen. Ja, aber jetzt. Und irgendwann kam ich drauf. Und seitdem gibt es eigentlich kein Gericht, das nicht frischen Koriander hat. Also, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben verstanden, was ein Dramaturg am Theater macht. Alle haben bitte verstanden, die Hand heben. Oder? Ja. Okay. Sonst einfach nochmal ins Theater jetzt, kommen. Wir werden jetzt diesen wunderbaren Eintopf mal verkosten. Wenn du nach rechts kurz schaust, scheint, dass unsere Zeit leider abgelaufen ist. Gut, dann würde ich sagen, und, füllen wir es noch ich hoffe, auf. Die Küche ist so weit, dass wir servieren können. Sollen wir noch 2 Minuten überziehen? Dann machen wir noch mal 2 Minuten. Ich glaube, die Küche ist doch, braucht noch 2 Minuten. So, dann kann ich schon mal. Ich nehme mal die Nüsse weg vielleicht. Ja, genau. Weil die verbrennen jetzt hier gleich. So, das hier ist. Genau, aber wir können schon mal einrichten. Genau, wir können auf jeden Fall schon mal einrichten. Wunderbar. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Ach, das machen die nachher. Das ist kein Problem, kannst du alles so lassen. Ja, nur für den Fisch zum Schnippeln. Genau, der Fisch sieht auch sehr gut aus. Ja. Oh, perfekt, ups. Sehr schön. So. Wunderbar. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie im Schauspielhaus die Stücke, die David Schlissing betreut hat, noch mal erleben wollen. Ich kann schon mal sagen, am 29. und 30. April für die Zuschauer hier, für die Zuschauer zu Hause. Wir werden leider am 8. Mai um 20 Uhr, da hat meine Tochter Geburtstag, aber nicht um 20 Uhr, sondern den ganzen Tag. Okay. Also am 8. Mai werden wir gesendet. Ja. Und deshalb haben Sie die Möglichkeit, am 21. Mai die Stadt der Fahrraddiebe zu erleben im Schauspielhaus. Genau. Und Anfang Juni König Ubu und genau. Gift. Gift gibt es noch. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist das Sparschwein von Eugène Labiche. Okay. Was jetzt am Samstag wieder eine Vorstellung haben wird, auch eine Inszenierung von Cornelia Krompholz. Und Eugène Labiche war ja sozusagen der Komiker der französischen Moderne des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Ja. Und erzählt ja sehr witzig die Geschichte einer Truppe von Dörflern, die in die Stadt kommen, nach Paris und dort eben von den Städtern über den Tisch gezogen werden und sie enden am Ende im Gefängnis und ganz zum Schluss vollkommen bankrott in der Gosse und einfach ein wahnsinniger Spaß, bitterböse, aber immer wieder mit einem freundlichen Lächeln. Wir
Wir können gleichzeitig schon mal einrichten. Genau, also das kann ich nur sehr empfehlen. Und wir machen jetzt einfach die Probe auf Exempel. Also, König Ubu und Gift Anfang Juni. Genau. Lieber David, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ja, ich glaube, die Zuschauer konnten ein bisschen deinen Beruf mehr verstehen, obwohl vielleicht noch nicht ganz. Aber ich hoffe, du bleibst uns lange erhalten hier in Magdeburg. Ja. Ich habe für dich ein paar kleine Geschenke mitgebracht. Wir machen das, wenn du fertig bist. Erstmal mach fertig. Ja, machen wir erstmal. Also einmal, auch wenn du nicht ganz neu hier bist, eine Broschüre für die neue Magdeburger, wo viel über Magdeburg zu entdecken ist. Ja. Und du weißt, dass wir hier im Opernhaus auch diese Sendung in ein Kochbuch zusammengefasst haben. Verstehe, und das heißt, da ist das Rezept auch... Wenn so die neue Auflage kommen wird, dann werden wir dann natürlich deinen Beitrag auch nochmal haben. Und das freut mich. 500 Jahre Reformation. Wir haben hier eine schöne Medaille mit Martin Luther und er war auch hier in Magdeburg tätig in der Johanniskirche und das ist hier die Johanniskirche. Genau, war ich schon oben. Ja, also. Vielen, vielen Dank. Also, schön, dass du da warst. Danke auch, dass ich hier sein durfte. Ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich auch. Und ich wünsche Ihnen guten Appetit, meine Damen und Herren. Wir sehen uns nach der Pause und dann wird richtig spannend. Aus der Partnerstadt im Süden des Landes kommt jemand uns besuchen mit ein italienisches Gericht. Wir freuen uns. Also, bis nach der Pause. Guten Appetit. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir. Ich hoffe, es hat Ihnen geschmeckt, meine Damen und Herren. Es, ja, machen Sie das ruhig. Wenn es Ihnen geschmeckt, freut sich natürlich auch die Küche und natürlich auch die Kochende hier. Also, Sie wissen, dass wir im Opernhaus hier eine Tradition haben, dass es immer einen musikalischen Beitrag, ein Kulturprogramm immer gibt. Und ich freue mich sehr, dass zwei Sänger hier am Theater, die eine besondere Rolle spielen in der Lustige Weiber von Windsor, heute Abend da sind. Und Johannes Stellmann, Roland Fennes, werden Ihnen eine Arie vorsingen. Herzlich willkommen, meine Damen. Natürlich am Klavier Tamás Molnár. So schnell, wenn wir da.
Oh.